Nachdem wir im letzten Video fast abgekratzt wären, kratzen wir in diesem Video fast ab. Bleibt dabei und schaut, wie uns der Baum abbricht, der Autopilot zerstört wird und wir eine kleine Notlandung in Schweden machen. Die Überfahrt nach Schweden war unspektakulär und anstrengend. Es musste die ganze Zeit der Motor mitlaufen und wir hatten Wind direkt von hinten. Das Problem war nämlich, dass unser Schlauchboot voll Wasser lief und uns enorm ausbremste. Aber bei hohem Schwell, was willst du machen? Anhalten und beheben geht nicht so einfach. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich muss mal ein bisschen Platz nehmen. Wir machen heute gar nicht viel, sondern ein bisschen Talking. Rocky. Aus. Und zwar wollte ich euch einmal erzählen, wie denn das ganze Malheur mit dem abgebrochenen Baum passiert ist. Ich bin von Klintholm nach Höllviken, was auch immer, gesegelt. Und das war das erste Mal, dass ich vor dem Aufbruch das Schlauchboot nicht kontrolliert habe. Und naja, offenbar hat das so viel Luft verloren, dass die Wellen alle eingestiegen sind und es mich total ausgebremst hat. Und wir hatten nachher über 2 Meter Welle, dass das fast am Sinken war. Und naja, ich hatte dann versucht, das Schlauchboot zu retten und habe dafür den Autopiloten eingestellt. Wir hatten Wind direkt von hinten, kein bisschen seitlich. Und deswegen habe ich den Autopiloten eingestellt, kurzen Moment abgewartet, ob der auch tatsächlich den Kurs hält. Das hat er gemacht. Dann habe ich mich nach hinten zum Schlauchboot begeben und habe versucht, mit dem Bootshaken diesen Stöpsel rauszuziehen, damit das Wasser ablaufen kann. Aber naja, ein paar Sekunden später kam große Welle von hinten und der Autopilot hat es irgendwie nicht geschafft, den Kurs zu halten. Wir sind dann aus dem Kurs gedrückt worden und ich habe davon nicht viel mitbekommen, weil ich ja eben noch mit dem Schlauchboot zugange war und von hinten sieht das Meer irgendwie immer gleich aus. Auf jeden Fall sind wir aus dem Kurs gedrückt worden und dann hatten wir eine Patenthalse und die hat den Beschlag eben zerbrochen. Ja. Gut, soweit zu dem Beschlag. Den haben wir ja für 17,50 Euro schweißen lassen, also für 200 schwedische Kronen. Und jetzt habe ich mir den Autopiloten angeguckt und das schneide ich euch mal rein. Den habe ich mal auseinandergebaut und das Problem ist, dass das Getriebe inklusive des Zahnrades und des Zahnriemens abgenudelt sind. Kein Profil mehr. Beim Autopiloten
ist das Getriebe und der Zahnriemen abgenudelt. Deswegen kann die Kraft nicht mehr übertragen werden vom Elektromotor auf die Gewindestange. Und ja, es gibt Ersatz. Kostet 65 bis 80 Euro, je nach Shop. Sind aber die meisten Sägeshops sind einfach Abzockerfirmen, die wollen, also sowas wie dieser Busse da, der will 30 Euro Versand nach Schweden haben, also kannst du völlig vergessen, den Quatsch. Versand nach Schweden kostet 7 Euro, der will 30, also fange ich gar nicht erst an zu bestellen, da werde ich auch gar nichts bestellen, also im Leben nicht. Beim Rest ist es nicht so, allerdings verschicken die nicht ins Ausland, also habe ich jetzt direkt über eine schwedische Seite bestellt. Müssen wir gucken, ob das so funktioniert. Da habe ich allerdings 6 Euro Versandkosten bezahlt tatsächlich und ich glaube 74 war der Preis. Genau, das heißt für 80 Euro ungefähr haben wir jetzt die Ersatzteile für den Autopiloten. Jetzt muss ich noch so lange hier warten, bis die ankommen. Ich habe nämlich keinen Bock, 9 Stunden lang an der Pinne rumzustehen bei der Kälte. Da kann ich mir echt Angenehmeres vorstellen. Und deswegen müssen wir ein bisschen ausharren. Ich werde in der Zeit ein bisschen entspannen, weiter Gitarre üben. Und ja, wenn er dann ankommt, dann geht es endlich weiter. Und ja, da kommen wir zum nächsten Thema. Wir fahren nicht durch den Nordostseekanal. Der ist abgesagt. Das machen wir nicht. Stattdessen fahren wir oben um Dänemark rum. Ich sehe jetzt schon wieder die ganzen Paniker und Angstmenschen und Opferrollen in den Kommentaren, dass das alles nicht geht und dass dabei alle, ja, jeder stirbt, der das macht. Ich kenne die ganze Scheiße. Könnt ihr euch sparen. Ich bin seit einiger Zeit dabei, das zu planen jetzt und habe auch mit vielen gesprochen, die es selber gemacht haben und nicht nur einfach Panik verbreiten wollen. Und es ist möglich, man muss sich halt ein gutes Wetterfenster aussuchen. Und da müssen wir halt schauen, dass wir ein gutes erwischen. Und ansonsten werden wir ein bisschen noch uns die Scheren angucken. Dann brauchen wir noch 2 Scherenanker demnächst. Kaufen wir uns irgendwo. Die sind nicht so teuer. Und ja, geht oben rum. Und ich schätze, dass das noch ein paar Wochen dauert, bis wir rum sind, aber den Weg, den werde ich jetzt auch nicht hetzen. Es ist relativ schön, glaube ich, der Weg. Und auch hier Schweden ist einfach der Hammer. Also die Leute sind so unfassbar cool drauf. Es ist das komplette Gegenteil von Deutschland hier. Die Leute sind entspannt, die sind gut drauf, die sind nett, die sind liberal, dass sie einen in Ruhe lassen mit ihrem Scheiß, wenn sie irgendwelche Ideale haben, dann leben die selber und gehen mir damit nicht auf den Zeiger. Und auch die Hafenmeister hier, so total nett. Keiner geht mir hier auf den Zeiger. Ich kann auch Automaten bezahlen. Super, super, super cool. Stinkt halt, aber naja, das liegt hier an den Algen. Und ich freue mich auch schon langsam weiter zu können. Mir fällt nämlich so ein bisschen ein. Mir fällt nicht die Decke auf den Kopf, aber ich habe Hummel im Hintern, also ich will weiter, sehr gerne. Und das nächste wird eine kleine Insel, ich glaube Wenn oder so heißt die, Bäcker ficken, ich weiß nicht, alles heißt hier ficken, keine Ahnung. So eine kleine Insel, da werde ich ankern. Müssen wir uns auch noch ein gutes Wetterfenster anschauen, weil hier ist echt jeden Tag bis jeden zweiten Tag ist hier heftig Sturm. Muss man echt mal gucken. Ja. Genau, das dazu. Ansonsten habe ich endlich es geschafft, mit dem Arche de Noe Sailing mit Thomas und Britti mich zu treffen. Das wollen wir schon ewig. Thomas war der Erste, den ich im Livestream als Gast hatte. Das ist der mit der 46 Fuß Halberg Rassi. Und ja, das war ein richtig cooler Tag. Das hat super viel Spaß gemacht. Das hat positive Energie gegeben. Die beiden sind so großartig. Also schaut auch gerne mal bei dem Kanal Arche de Noe Sailing vorbei. Kann ich nur empfehlen. Der Thomas macht viel öfter Short-Videos als normale Videos, aber die kann ich wirklich empfehlen. Die sind wirklich cool. Da würde ich sagen, ihr Lieben, wir sehen uns zum nächsten Video. Wir haben bald das Staffelfinale, also die Ostseerunde. Das Staffelfinale steht noch bevor. Das wird jetzt relativ bald sein. Freut euch drauf. Für die nächste Staffel, das ist dann die Staffel in den Süden, vielleicht Nordseeküste, vielleicht in den Süden, je nachdem, ob wir es kombinieren. Wenn ihr Wünsche habt vom Aufbau oder weiß ich nicht irgendwas, wie wir die zweite Staffel Nordseeküste oder in den Süden eben
angehen wollen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es so Dinge sind wie, keine Ahnung, Drohnenshots oder sowas, Leute, dann kauft mir eine Drohne. Aber ich mache das hier ohne Geld, also ich verdiene damit nichts und ich habe da auch keinen Bock drauf, mich zu verstellen oder so zu tun, wie es viele andere machen, nur damit es eine breitere Masse anspricht. Also dieser Kanal, der wächst nicht wirklich, das ist auch völlig in Ordnung. Ich will damit gar kein Geld verdienen, aber wenn ihr unbedingt wollt, dass wir irgendwelche speziellen Aufnahmen machen, dann müssen wir zusammenlegen und eine Drohne kaufen. Ich bin nur nicht bereit, mein eigenes Kapital dafür anzupacken. Das sollte dann ein Community-Projekt sein. Aber ansonsten, wenn es nicht um Geld geht, sondern allgemein um die Aufmachung, schreibt doch gerne mal rein, wie wir die zweite Staffel angehen wollen. Und dann können wir das mit aufnehmen. Auch ob wir Livestreams machen wollen während der Zeit. Wenn ja, dann müssen wir uns da mal einen gemeinsamen Termin aussuchen und vielleicht auch so eine kleine Agenda. Ja, und ansonsten ist eigentlich alles gesagt. Ich freue mich drauf. Das war jetzt mal wieder ein bisschen turbulent mit den ganzen Schäden, aber das passiert und das war mir auch von Anfang an klar. Und wenn man viel selber macht, ist das auch relativ günstig. Von daher, alles cool. Ja, nice. Leute, wir sehen uns allerspätestens nächsten oder übernächsten Sonntag. Gebt mal einen Daumen hoch. Falls ihr weiter Videos von mir gucken wollt, dann könnt ihr auch abonnieren. Und wie gesagt, schreibt mal bitte in die Kommentare, ob wir so weitermachen wollen nächste Staffel oder ob wir was ändern wollen. Also, bis später. Adieu.